Hilfe, was macht der hier? Hi. Willst du was zu trinken? Nein, danke. Egal. Ich komme einfach mal runter, okay? Bis gleich. Okay, bis gleich. Ja, ich traue mich. Hä? Wie? Ich meine das Casting. Ach so, cool. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich brauche einen Babysitter. Für deine kleine Schwester? Ja. Aber hallo? Psychotante? Wie hast du das gesagt? Ich zitiere. Wer solche Videos ins Internet stellt, hat ein Rad ab. Ich meine, es ist deine Sache, wenn du deine Schwester so jemandem anvertrauen willst. Naja, ich glaube, du tust doch einfach nur so. Hm? Wie? Ja, deine ganze Wut, deine ganzen Videos. Und jetzt ist mir schlecht. Wenn du dich traust, dann traue ich mich auch. Aber das mit den Videos, das geht nicht. Ja, ich weiß. Sagst du es der Haubitz? Ungern. Ich versuch's dir da herauszuhalten. Aber ich kann dir nichts versprechen. Ich will kein einziges Video mehr auf YouTube sehen. Und du musst Moisha die Wahrheit sagen. Du musst ihr alles erzählen. Nein, das geht nicht. Okay. Du glaubst gar nicht, wie beliebt du wärst. Wenn du den ganzen Scheiß mal lassen würdest. Du gibst niemandem die Chance, dich überhaupt mal kennenzulernen. Ich glaube echt, das wird überhaupt gar keinen Unterschied machen. Naja, vielleicht hast du recht und die sind wirklich alle blöd. Also ich fand dich in den letzten Tagen echt interessant. Süß. Was? Charmant. Vielleicht ist Moisha einfach wirklich nur so beliebt, weil sie so viel Lebensfreude ausstrahlt. Na und? Ist halt nicht jeder so. Ich bin halt ein bisschen ruhiger. Du bist nicht ruhiger. Du bist ein Schisser. Naja, ganz egal, wie beliebt Moisha ist. Dann habe ich dich halt für mich alleine. Hilfe, was passiert denn jetzt? Küsst er mich etwa? Verdammtes Telefon. Ja, Mama? Wollte der mich gerade echt küssen? Es ist doch nur ein Vortanzen. Nichts weiter. Nein, Mama, ist mir scheißegal. Ich gehe zu diesem Vortanzen. Nein, nerv mich jetzt nicht. Ich gehe dahin. Tschüss. Hätten Sie das jetzt rausbekommen? Keine Ahnung. Manja hat was erzählt. Manja hat sich verquatscht. Shit. Scheiße, ey. Boah, jetzt kommt auch noch Moisha. Hey, Leute. Hm. Was geht? Alles klar, Lotsenschüler? Nein. Also gar nicht. Nee. Ich glaube, ich lasse dich mal alleine. Wa? Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Ich glaube, Hayal muss dir was sagen. Nur wenn du dich traust. Was ist das, Hayal? Was geht mit dir? Wannabe-Dancer. Nix. Keine Ahnung. Warum wolltest du dann mit mir reden? Weil... Moisha. Moisha, warte. Ich wollte mit dir reden. Weil... Ja, weil was? Oder geht da doch was zwischen dir und dem Traumtänzer? Damit hat es nichts zu tun. Das ist es ja genau. Also. Ah ja, auf geht's. Ich muss trainieren. Ja, warte doch ganz kurz. Du wirst mich hassen. Warum soll ich dich hassen? Schieß los. Auf geht's, Hayal. Ich. Ja. Also ich, beziehungsweise er, hat rausgefunden, wer die Videos gemacht hat. Diese Videos auf YouTube. Wer? Wer was? Wer? Genau das ist die Sache. Du? Du? Hayal, du? Warte, es tut Meine mir Schwester, wirklich leid. Du, Hayal, du kannst mich leid. Mal. Warte. Du kannst mich mal. Hör mir doch mal zu. Hör mir kurz zu. Hör mir zu. Es tut mir leid, es war scheiße, ich weiß. Moisha, warte doch.
So, Leute. Das hier wird jetzt mein letztes Video. Lästerschwester 96 hat ausgelästert. Ist mit der Zeit alles außer Kontrolle geraten und ich habe mir aber einfach gedacht, wenn ich gehe, dann mit einem gehörigen Knall. Ich werde mich outen. Ja, endlich werdet ihr alle wissen, wer hinter diesen ganzen Videos steckt. Kim Boyce sucht in 2 Tagen einen Tänzer für ihr neues Musikvideo. Diese Bühne werde ich dann auch mal für mich nutzen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum ihr unbedingt zu dem Casting kommen solltet. Und jetzt werden einige so richtig überrascht sein. Guckt euch das mal an. Alex. Kennt ihr alle. Der Streber, der brave Lotsenschüler. Aber glaubt mir, und keiner war überrascht als ich. Er ist so ein super Tänzer. Und genau das will er übermorgen bei dem offenen Casting unter Beweis stellen. Und ich finde, wir sollten da alle hingehen und ihn kräftig unterstützen. Also Leute, bis bald in real. Du hast die Macht. Du musst dich nur trauen. Du musst dich nur trauen.